Entspannt und gut gelaunt erschien Dramaturg Christoph Gillo zur Probe. Schon die Päpstin wurde mit großem Erfolg auf Hamels Bühne gezaubert und bei dem neuen Stoff ist die Zuversicht, einen Musicalschatz zu präsentieren, ebenso groß. Wir haben sehr viele farbenprächtige Bilder, sehr mitreißende Musik, aber es gibt eben auch diese tragische Dimension, die das Musical bietet. Und ich glaube aber, deswegen ist auch die Geschichte so gut, weil sie eben nicht nur an der Oberfläche lang plätschert, sondern weil sie eben auch in die Tiefe geht. Gillo ist bei dieser Produktion sowohl Regisseur als auch Co-Autor des Stückes und somit bestens mit dem anspruchsvollen Stoff vertraut. Im Grunde genommen ist das Thema des Buches und auch des Stückes eigentlich ein sehr aufklärerisches. Es ist nämlich auch eine Geschichte von dem Kampf zwischen Fatalismus und dem Gedanken, dass der Mensch eben seine Geschicke auch verändern kann. Das ist ein wesentlicher Kern der Erzählung und insofern ist es auch ein sehr moderner Stoff. Modern und zeitgemäß sind auch die Kompositionen von Dennis Martin, die gerade dem Hauptdarsteller Friedrich Rau viel abverlangen, ist er doch nur bei ganzen zwei Szenen auf der Bühne nicht anwesend. Ich hab nichts mehr zu verlieren, darum werde ich riskieren. Rob Cole, also die Hauptfigur des Romans, wird ja getrieben im Grunde genommen von einer Art kindlichem Trauma, weil er eben seine Mutter früh verliert, gleichzeitig in seinen Händen den Tod spüren kann. Das ist also ein großer psychologischer Konflikt, dem er unterworfen ist. Und den Hauptdarsteller durch diese Tiefe zu führen, das ist eine große Aufgabe. Und wie sollen wir dann über die Runden kommen? Unsere Ersparnisse sind aufgebraucht. Ich werde gleich morgen zum Zunftmeister Mr. Buckerell gehen. Mr. Buckerell ist ein schlechter Mensch. Viele Schauplatzwechsel gibt es, die mit schwierigen Umbauten eine technische Herausforderung sind. Wie bei dem Musical Die Päpstin hat wieder Christoph Weyers das Bühnenbild entworfen. Es gibt auch opulente Bilder. Bei der Päpstin hatten wir eine Drehbühne, das haben wir dieses Mal nicht. Diesmal nutzen wir mehr die Züge des Theaters, aber ich glaube, es gibt einiges zu sehen. Und das, was im Herzen tagt, das wird immer bei euch sein. Was auch geschieht, verdient. Eine leichte Unterhaltung zu machen ist sehr schwierig, denn das Leichte will schwer erarbeitet sein. So ist es auch bei uns. Wir haben viele leichte Momente auch im Musical. Und deswegen ist es ja nicht, was wir jetzt machen, ist ja keine griechische Tragödie, sondern es ist Entertainment. Die Leute sollen sich gut unterhalten lassen. Unsere Mischung, was verdienen wir?